Scheiße. Ja, wer kennt es nicht? Man startet den Gameboy und stellt fest, der Spielstand ist nicht mehr da. Ja, woran liegt das? In den Gameboy-Modulen sind Batterien drin, die die Speicherstände speichern, logischerweise. Diese Batterien gehen tatsächlich mal irgendwann nach so 15 Jahren leer. Ist nicht ganz so schön, aber ist leider unvermeidbar. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ihr diese Batterien austauschen könnt. Das ist eigentlich nicht schwer. Alles, was ihr dafür braucht, ist euer Spielemodul, ein Gamebit. Das bekommt ihr wahlweise bei eBay für ein paar Euro. Unter 10 dürften es sein. Das hier ist jetzt ein Gamebit Nummer 6. Es gibt auch noch ein etwas größeres. Das ist hier die Nummer 8. Nummer 8. Man sieht, es ist ein Hauch größer. Das wird beispielsweise für Konsolen verwendet, aber für die Gameboy-Module reicht uns das 6er. Alternativ, bester Trick überhaupt, wenn man nur ein Modul reparieren möchte. Man nimmt sich ein Stabilo oder irgendeinen anderen Fineliner, nimmt ein Feuerzeug, schmilzt hinten die Kappe an, presst es da in dieses auf die Schraube drauf, lässt es kurz aushärten. Dann hat man einen perfekten Abdruck dieses entsprechenden Schräubchens, dieser Sicherheitsschraube. Wenn man aber das Geld ausgegeben hat und hat so ein Gamebit, kann man eigentlich direkt auslegen. Wir öffnen die Schraube. Das geht in der Regel ohne irgendwie ein Werkzeug, einfach mit dem Gamebit und mit den Fingern. Schraube öffnen. Das Modul einfach auseinanderziehen. Man sieht das hier ein bisschen, ne? Das ist so ein Sliding-Mechanismus. Und dann kann man das einfach auseinandernehmen. Nicht wundern, hierbei habe ich vor einigen Jahren schon mal die Batterie ausgetauscht. Aber in Ermangelung von diesen gesockelten Batterien bzw. Batterien mit Lötfaden dran, habe ich hier ziemlich gefuscht. Und deswegen werde ich das jetzt auch nochmal austauschen. Gefuscht daher, ich zoome mal ein bisschen ran, man sieht hier, diese Batterie ist ausgelaufen oben. Warum ist das so? Weil ich habe versucht, an dieser Batterie zu löten. Es funktioniert schon leidlich. Dieses Modul würde auch noch seinen Speicherstand behalten, wenn ich es nicht die Tage versehentlich gelöscht hätte, indem ich ein bisschen hier dran an der Batterie rumgefummelt habe. Dann wäre mein Spielstand auch noch da, in dem Fall also eigene Blödheit. Aber egal, diesmal machen wir es richtig. Und ersetzen diese Batterie mit so einer. Ne, komm raus. Mit so einer Batterie mit Lötfaden. Das hier ist jetzt eine 2032er Batterie. Normalerweise sind hier CR1616 drin. Oder CR2020, je nachdem. Das bezeichnet im Prinzip die Größe, Durchmesser und Dicke. Ich habe festgestellt, dass bei den allermeisten Gameboy Classic und Game Boy Color Modulen passen die 2032 mit ein bisschen Quetschen gut rein. Und da die eine doppelt so große Kapazität wie die CR1616 haben, erhoffe ich mir hier deutlich länger Ruhe davor, das Ding wieder austauschen zu müssen. Deswegen gehe ich doch dann die Möglichkeit ein, da ein bisschen dran herumfummeln zu müssen, um das Teil da reinzuwürgen. Aber naja, wir werden sehen. Das kriegen wir schon hin. Gut, wir beginnen damit, die alte Batterie auszulöten. In dem Fall warne ich jetzt schon mal vor, da das eine Lithium-Batterie ist und ich hier halt ein wenig ausgetretenes Lithium habe. Es kann sein, dass mir das Ding jetzt um die Ohren fliegt beim Auslöten. Ich hoffe es nicht. Das ist mir beim letzten Modul passiert und das war wirklich nicht schön. Erstmal habe ich einen Heidenschreck bekommen, als das verdammt laut geknallt hat. Und zum anderen ist das nicht so toll, wenn dann Lithium überall im Raum rumfliegt. Aber gut, ich zoome noch mal ein bisschen raus. Hat man das besser im Überblick. Und ich fange wieder an, indem ich das Ganze erstmal ein bisschen warm mache. Beide Seiten. Etwas neues Zinn drauf. Ein kleiner Schraubendreher zum Hebeln.
Und in diesem Moment wäre unser Spielstand tot. Ah, jetzt habe ich es auf der anderen Seite schon abgerissen. Das passiert aber auch nur wegen meiner tollen Bastellösung. Normalerweise reißt es nicht einfach ab, sondern... Na komm, geh weg. Normalerweise reißt es nicht einfach ab, oh, ich rieche Lithium. Sondern es würde halt auf einer Seite losgehen und auf der anderen Seite nicht. Aber naja. Hier sehen wir jetzt nochmal diese schöne Zelle und die Korrosion am Rand. Also das war wirklich keine gute Idee zu versuchen, daran zu löten. Das hat die Dichtung wirklich weggebraten ohne Ende. Aber naja. So, die Markung, was wie rum da rein muss, ist zum Glück vorgegeben. Dieses hier schmeiße ich mal eben weg. Wir haben hier Plus, da Minus. Lötstellen reinigen wir gerade nochmal ein bisschen. Neues Zinn drauf, etc. etc. Und einmal diesen Zinnblob jetzt wegsaugen. So. Und dann kommt die neue Batterie drauf. Hierbei müssen wir jetzt im Endeffekt ein bisschen tricksen, weil diese Batterie, die ich jetzt zumindest habe, ihr könnt natürlich gucken, dass ihr direkt eine findet, die richtig rum aufgebaut ist. Die ich habe, ist quasi falsch rum. Schön wäre jetzt gewesen, wenn dieser kurze Pin der Pluspol gewesen wäre, weil den hätte man einfach hochbiegen können und den halt flach biegen. Aber naja, es ist leider genau andersrum. Diese Seite ist Plus, das heißt, ich muss mir hier erstmal einen zurecht basteln. Dafür gehe ich hin und biege diese Lötfahne einfach platt und kürze die ganze Geschichte auch ziemlich stark ein. Einmal ranhalten. Das Ding ist quasi direkt an der Zelle, schneide ich das schon ab. Aber nicht mit diesem Seitenschneider, damit funktioniert das nicht anständig. Brauchen wir etwas gröbere Mechanismen. Heiliger Nepomuk. Auch das möchte nicht so ganz. Aber jetzt hat es verloren. So. Da machen wir direkt ein bisschen Zinn ran. So. Und das Ganze legen wir dann da drauf. Löten diese Seite fest. Achten dabei bitte unbedingt darauf, dass die Schraube nicht quer darüber rollt. Und ich zoome noch mal ein bisschen näher ran. Wir achten dabei unbedingt darauf, dass hier die Verbindung zwischen dem Feld für Minus und der Unterseite der Batterie, die ja Plus ist, dass da definitiv noch ein Abstand ist, dass also maximal dieser Schrumpfschlauch auf diesem Feld aufliegt. Weil wenn wir verständlicherweise dieses hier mit der Unterseite der Batterie verbinden, schließen wir die Batterie einfach kurz und das ist nicht das, was wir wollen. Gut. Die andere Seite biege ich einfach runter. Ein bisschen besser in die Kamera rein. Einfach runtergebogen, sodass das da Kontakt macht. Ordentlich anlöten. Bei der Gelegenheit die andere Seite ruhig auch noch mal ein bisschen was drauf. Einfach so zur Sicherheit. Dabei die ganze Batterie schön flach drücken. Das ist sehr wichtig, dass die Batterie wirklich flach da drauf ist, weil die 2032er, wie gesagt, passt gerade eben so in die Module rein. Und das war es im Endeffekt schon. Batteriewechsel durchgeführt. Jetzt kann man natürlich noch hingehen, oder muss man hingehen, das Ding wieder einbauen.
Wie schon gesagt, dabei kann es ein bisschen eng jetzt werden. Aber wie man sieht, ja, es passt so gerade eben. Man sieht, dass das hier ein ganz bisschen sich auseinanderdrückt, das Gehäuse. Aber solange das hier problemlos reingeht und auch wieder herausgleitet, ohne irgendwie zu hängen, ich muss mit meinem kleinen Finger hier, okay, mit dem kleinen Finger geht es nicht, doch mit dem kleinen Finger geht es auch und ich schmeiße das Modul durch die Gegend. Solange das anständig funktioniert, ist das in Ordnung. Dann gehen wir einfach hin, schrauben das Teil wieder zu und probieren es aus. Den ganzen Kram müssen wir erstmal überspringen. Bla 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 bla. Toll. Sjölf. Ich bin Sjölf. Richtig, mein Name ist Sjölf. So geil, du weißt nicht, wie dein Enkel heißt. Denn er ist doch, dabei ist er so einfach. So, nachdem wir dieses spannende Intro hinter uns haben, machen wir die Musik mal ein bisschen leiser. So, und einmal aus. Modul mal rausnehmen. Modul wieder rein. Tada! I12. Weiter. Und da sind wir. Und das war's im Endeffekt schon. So einfach ist es, von einem Gameboy-Modul die Pufferbatterie für die Speicherstände zu wechseln. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf.